So, hallo, da sind wir wieder. Mit dem nächsten Teil. Boah, ich bin gleich tot. Verdammt. Ja, was machen die denn, Alter? Können die mir nicht helfen? Junge. Ja, die gucken halt einfach mal nur zu. Genau. Das wird ja jeder so machen. Also, das wäre total dumm. Ey, nee, ne? Alter, speichert das Spiel auch irgendwann mal automatisch? Junge, Alter, wie weit wirft mich das denn immer zurück? Junge, ich muss nach jedem Schritt speichern oder was? Alter, was für ein Scheiß-Game. Dass ich immer nur so eine Kacke spiele, das ist unglaublich. Mann, Alter, das regt schon wieder so richtig auf. Mann, dass das Spiel nicht mehr automatisch speichern kann. Nein. Das hat es doch sonst auch immer getan, aber dieser Kackmission nicht. Drogenlabor, wie das schon klingt. Irgendwas mit Drogen. Ach ja, und eine kleine Bitte an euch, wenn irgendwer das anguckt. Okay, das klingt ein bisschen armselig. Nein, an alle, die das sehen, abonniert mal bitte Kuchen TV, also mit einem U, KUCHEN TV. Neuer Kanal von mir und Kumpels. Da stellen wir nur Scheiße rein bis jetzt. Also was wir eigentlich ganz lustig finden. Und andere auch. Also einfach mal reinschauen, abonnieren. So, nachdem der tot ist, speichere ich erstmal. Wenn der denn jetzt tot ist, was... Ja, total realistisch und so. Gut. Roger, das heißt für mich speichern. Also was ich an diesen alten Spielen hasse, ist irgendwie die Hitbox, die irgendwie verbuggt zu sein scheint. Wenn ich den Gegner einen Headshot gebe, dann... Oder zwei, dann muss er eigentlich tot sein. Aber die Waffen hier verziehen entweder, die Hitbox ist so arg verbuggt. Oder beides, wahrscheinlich beides. Fail. So. Okay, ein Schuss, ein paar Schüsse, ein paar mehr Schüsse. Na, natürlich komme ich da jetzt nicht drüber. Das ist ja auch total realistisch und so. Dass ich durch eine 10 cm Hürde nicht durchkomme. Total gut dieses Spiel gemacht. Wunderbar. Besser. Heutige Spiele sind auch nicht besser. Coole, er sieht mich nicht. Ein Klo. Fast sauber. So, jetzt kommt die Datenmenge laden. Ja, guck mir nicht so an. So. Warum kann ich die Waffen nicht aufheben? Also zumindest, dass ich von dem Muni bekomme. Als ob ich das nicht machen würde, mitten im Krieg oder was es auch mal sein soll. Ja, wir helfen euch, chill. Oh, wie oft denn noch, Mann? Ja, dann kann ich die halt nicht platzieren. Jetzt können die mal kämpfen, ich hab irgendwo keinen Bock mehr. Alles müssen wir nicht alleine machen. Junge, hier sieht man doch sogar... Boah, willst du mich verarschen, Alter? Komisches Spiel. Ja, und auf einmal kann es halt doch. Oh, Junge. Toll.
Das hat es jetzt total gebracht. Boah, nein, Sniper. Boah, was denn noch alles, Junge? Ah, die können ja irgendwie nicht sterben, glaube ich. Deswegen lasse ich die mal vor. Dann behalte ich auch ein bisschen meine Money. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Boah. Ja, jetzt sieht er dich auf mich. Bumm. So. Dann machen wir weiter. Oder so. Cool, ich glaube, das ist langsam das Ende, weil noch mehr kann ich ja nicht hochjagen, weil ich keine Bomben mehr habe. Ich weiß, eine sehr schlaue Schlussfolgerung wieder mal von mir. So, wo muss ich jetzt lang? Auf den Boden gucken, ob hier irgendwo nicht ein Loch ist, was gut versteckt ist. Hier komme ich bestimmt durch. Auch nicht, okay. Ja, was sagt ihr? Ja, auf geht's, wohin denn? Boah, Alter. Soll ich die Geiseln hierher bringen? Weil hier ist ja ein Rettungspunkt. Was hat der denn da? Ach, Kranke. Nein. Nein. Oh, schwul. Oh, block doch nicht. Ja, toll. Kann ich den hier irgendwie rausbringen? Alles klar. Ich block bestätigt. Ich gehe hier in Stellung. Nein. Oh, verpiss dich doch. Bleibe mucksmäuschen still. Hier, ey. Mann, Alter, wie behindert ist das Game denn? Oh, einfach nur schlecht gemacht, ey. Ja, jetzt mach, werf mich wieder 1000 Meter zurück. Mann, ey, das regt langsam echt sowas von auf. Naja, okay, das geht ja noch. Nein, eigentlich nicht, aber trotzdem. Was macht er? Nein, nein, aber. Ich wusste gar nicht, dass ich die Geisel mitnehmen soll. Ich dachte, die kommen irgendwie automatisch mit oder so. Sowas kann ich nicht wissen. Das sollte mir schon mal gesagt werden. Na, das könnt ihr machen. Ich chill hier so lange. Peng, voll in die Fresse. Japaner. Ja, das mache ich, nachdem ich die Geisel mitgenommen habe. Okay, das war wahrscheinlich dumm, weil die jetzt wahrscheinlich so behindert stehen, dass die dadurch hochgehen. Nein, nice. So, jetzt ist die Tür offen. So, die sollen dann erstmal hier warten, während die das alles machen. Irgendwo war noch ein. Ach ja, genau da. Ziel neutralisiert. So, dann machen wir Bomben. Und dann holen wir die Geiseln jetzt hier schnell raus. So, dann haben wir die verpackte Mission hoffentlich auch fertig. Nein, natürlich nicht. Die machen das Tür, die Tür jetzt auf und dann. Also total realistisch, dass sie hier trotzdem noch stehen. Kommandozentrale, hier spricht Team Spider. Wir haben das Paket und sind bereit zur Evakuierung. Oh mein Gott, ein Hubschrauber. Ja, nein, er lässt natürlich hier keine Leiter runter oder so, nein. Oh.
Ja, so geht's das natürlich auch. Gut, da die Mission jetzt erfolgreich beendet wurde, sage ich mal, breche ich den Teil hier ab und dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Denke ich mal, dass es zu Ende ist. Ja, gut, dann bis zum nächsten Teil.